Hallo miteinander, ich bin Sonja Kähli, bin vierfache Schwingerkönigin und in meinem Alltag bin ich Lehrerin, unter anderem unterrichte ich Hauswirtschaft. Mit 16 habe ich angefangen zu schwingen und habe dann über 16 Jahre weiter geschwungen, habe 4 Titel geholt und habe aber im Januar 2019 aus gesundheitlichen Gründen den Rücktritt erklären. Ich bin natürlich mit Betty Bossi aufgewachsen, so wie fast jedes andere Schweizer Kind auch. Meine Mami hat geschätzte 100 Betty Bossi Bücher daheim gehabt, zum Beispiel das klassische Bachbuch. Ich habe mich immer schon ein paar Tage vor dem Wettkampf vorbereitet. Zum Beispiel habe ich geschaut, dass mein Getränkespeicher gefüllt ist, habe genug Flüssigkeiten zu mir genommen und dann am Abend vorher immer einen Spaghetti-Blausch gemacht mit meiner Schwester, dass eben auch der Kohlenhydratspeicher gefüllt war, sodass ich am nächsten Tag voller Kraft parat bin. An meine Jungschwingerin empfehle ich, schon am Tag vorher genug zu trinken, vor allem Wasser, damit eben der Flüssigkeitsspeicher gefüllt ist. Und dann am Morgen ein kohlenhydratreiches Morgen nehmen, zum Beispiel mit Weissbrot, weil Weissbrot schnell verdaut wird und man nachher wieder genug Kraft hat für den ganzen Tag. Am eidgenössischen Schwing- und Elblerfest in Zug muss ganz sicher niemand hungrig haben. Es hat ein riesiges Angebot, natürlich von klassischer Bratwurst und Servalo, dann über einen Grillspieß, Hamburger bis hin zu Thai Food. Ich musste leider verletzungsbedingt den Rücktritt geben vom aktiven Schwingsport, bin aber nach wie vor mit beiden Beinen voll dabei, und zwar als Nachwuchstrainerin der Schwingerinnen vom Schwingclub Urschweiz. Ich bin Nadja, bin 11 und ich bin Doreli und bin 9. Ich schwinge seit 2 Jahren und ich schwinge seit 3 Jahren. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pommes frites. Es ist wichtig, dass sich vor dem Kampf die Schwinger so anlegen, dass die Tönung korrekt daherkommt. Während dem Gang ist es natürlich verboten, den Gegner zu knübeln, zu krabbeln oder auch zu beissen. Und der Kampfrichter tut das Ganze überwachen und notfalls sanktionieren. Der Kampf gilt als beendet, wenn entweder die Zeit abgelaufen ist oder wenn der eine Schwinger mit beiden Schulterblättern im Sagmal liegt. Und jetzt mit Bein steigen auch? Bein steigen, ja. Und jetzt. Nach dem Gang, wenn es einen Sieger gegeben hat, tut der Sieger am Verlierer den Rücken abputzen und es wird wieder das Zeichen vom Handschlag gemacht. Betty Bossi und Schwingen haben 3 Gemeinsamkeiten. Beides ist urtypisch für die Schweiz, es ist sehr traditionell und nicht nur die Schwinger schwingen, sondern auch bei Betty Bossi wird geschwungen, nämlich mit dem Kochlöffel.